Wir verwandeln heute Minecraft einfach mal wieder in eine Gruselmaschine, denn wir werden auf Monster treffen, die einfach mal so ekelhaft gruselig sind. Wenn ihr diese Monster nicht treffen wollt, lasst jetzt schnell einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir starten mal rein ins Video, Freunde, denn wir sehen hier ganz normale Zombies werden geschlagen, Rotten Flesh wird gedroppt. Das ist ja alles eigentlich ganz normal, ne? Zumindest sieht es so aus auf dem ersten Blick. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das genau so bleiben wird, Freunde. Er hat irgendeinen Plan vor. Er will die... Ah, er wollte diesen Zombie reinlocken. Okay. Okay. Sehr, sehr interessant. Und jetzt, was macht er jetzt? Er geht wieder in das Haus herein, schnappt sich einen Apfel. Okay. Und dann packt er jetzt Rotten Flesh drumherum. Er hat... Es geht schon wieder bescheuert los. Rotten Flesh Apple. Was soll das denn sein? Vor allem, was soll denn so ein Apfel machen? Er droppt den da herein. Okay. So, und jetzt... Jetzt wird er fusioniert oder was? Also, da muss ja irgendwas passieren, ne? Sonst geht er wieder dahin. Zur Stelle und es wird ein mutierter Zombie sein, sage ich, oder? Sieht ja richtig eklig aus. Ein zerteilter Zombie. Also dieser verrottete Apfel muss auf jeden Fall schon richtig übel gewesen sein, wenn ich mir das hier anschaue. Alter Schwede. Ekelhaft. Und er bekommt einen Netherstar heraus. Warum das denn? Einfach eine Netherstar. Hat ja gar keinen Sinn. Okay. Das war aber nur der Anfang, Leute. Wir werden auch im Laufe des Videos auf einen Siren Head treffen, der einfach mal eine Laterne auf dem Kopf hat, beziehungsweise eine Ampel. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Es wird auf jeden Fall geisteskrank. So. Springt irgendein random Berg herunter. Okay. Da sehe ich schon ein Schild. Nicht betreten. Gefährlich. Okay, aber was kann da so Gefährliches drin sein? Nicht betreten. Wir sehen auf jeden Fall Redstone-Fackeln an der Wand. Und geht er wieder weg. Oh, er ist wirklich nicht reingegangen. Okay. Aber irgendwie habe ich da so einen komischen Beigeschmack. Ach, warte mal. Er holt sich erstmal seine Rüstung, okay? Erstmal Rüstung abholen, hier auf Nummer sicher gehen. Was wird der machen, Freunde? Was genau ist sein Plan? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, jetzt läuft er weg. Und wir sehen hier nicht betreten. Gefährlich. Ja, okay. Das ist die gleiche Höhle, wo der Spieler gerade war. Okay, und da sehen wir schon einen Zombie-Kopf. Was? Was ist das denn? Ein Villager mit einer Axt im Kopf. Das ist ja ekelhaft. Oh nein. Oh nein. Und er ist in einer Sackgasse, oder? Ne, er kann hier noch irgendwie wegkommen. Und er trifft einfach mal auf den sich verwandelten Steve und Alex. Ich will mal doch nicht sehen. So. Weiter geht's, Freunde. Wir sehen hier auf jeden Fall ein paar Villager-Häuser. Das sieht ja alles noch so weit normal aus. Aber das wird nicht normal bleiben. Nie im Leben wird das normal bleiben, Freunde. Okay. Holt jetzt hier einfach diese Bücher ab. Also er klaut sich quasi einfach mal die Bücher von dem Villager. Aber irgendwie... Was ist denn da drin? Das ist ein... Das ist doch That Fink, oder? Kann das sein? Das ist doch That Fink. Das ist ein mutierter Steve, der einfach mal mehrere Arme hat. Und was macht er jetzt? Er baut einfach Weizen ab? Junge, neben dir ist ein mutierter Steve und er hat nichts Besseres zu tun, als Weizen abzubauen? Ist das sein Ernst? Also anscheinend ist es sein Ernst, aber wie kann das sein Ernst sein? Das ist der reinste Wahnsinn. Okay, Freunde. Jetzt hat er hier noch eine komische Höhle gefunden. Da hinten sehe ich schon ein Skelett. Weil Skelette sind ja noch nicht so schlimm, ne? Aber... Okay, ein bisschen später. Ich bin mir sicher, da wird irgendwie That Fink herauskommen. Oder ausgebrochen sein oder irgendwie sowas. Und... Ja, ich wusste es. Oh Gott. Und da ist einfach ein Steve, der auf dem Boden liegt und von einem Schwert getroffen wurde. Eieieiei. Da bekommt man ja richtig Gänsehaut schon beim Anschauen. Oh mein Gott, Freunde. Der nächste Villager wurde hier einfach mal getroffen. Oh mein Gott. Okay, also hier wurden auf jeden Fall einige Villager auch... Oh mein Gott, Alex wurde auch getroffen. Das wird ja immer gruseliger hier. Und da ist That Fink. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Freunde. Oh nein. Okay, hier baut er einfach einen ganz normalen Baum ab. Wirkt auf den ersten Moment noch recht normal, würde ich behaupten. So, jetzt läuft er hier ein bisschen durch um die Ecke. Okay, da sehe ich ein Schaf vorne. Also links, warte mal. Nee, Moment. Da ist ein Haus. Das war nicht nur ein Schaf, da war noch ein Haus, okay. Sieht ja aus wie ein ganz normales, also ein bisschen komisches Haus. Ja, okay, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber ein Loch. Okay. Vier Türen. Okay.
Okay, die erste Tür hat einen Steve-Kopf am Start mit so ein bisschen Redstone. Oh mein Gott, in der zweiten, da liegt einfach mal ein Kopf herum. Oh mein Gott, oh nein, es kann nur schlimmer werden. Es kann nur schlimmer werden. In der letzten ist einfach mal hier Alex am Start. Womit hat es Alex verdient? Und der letzten, oh Gott, die Säge ist am Start. Nicht schön, Freunde, nicht schön. Wer ist denn das? Da ist einfach mal jemand, der... Ist das nicht... Wie ist denn das nochmal? Giant Alex? Giant Alex war das doch nur in klein, oder? Kann das sein? Ich meine schon. Okay, wir haben jetzt hier nochmal ein Villager-Dorf am Start. Oh Gott, da sehe ich schon rechts irgendein Zombie. Okay, da kommt ein ganz normaler Villager-Zombie, oder? Müsste ein Villager-Zombie sein. Und ist hier Rotten Flesh mit. Also Leute, diese Minecraft-Versionen sind auf jeden Fall sehr gruselig. Und was sind das für Sounds hier? Sehr, sehr eigenartig. Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch einige Zombies am Start. Okay, noch mehr Zombies. Also das ist ja noch nicht so gruselig, muss man sagen. Das sieht einfach nur ein bisschen komisch aus, weil so viele Villager hier in diesem Dorf sind. Aber was jetzt so ein bisschen gruselig ist, ist, dass wir gleich etwas Komisches sehen werden. Und zwar da hinten. Oh mein Gott, da ist ein Eisengolem trägt einen Villager weg. Das war richtig creepy. Das war richtig creepy. Links sehen wir nämlich schon einen Villager-Kopf schon wieder. Es wird noch verrückter, Leute. Es wird noch verrückter. Es wird noch verrückter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sehen hier, er geht einfach mal in so ein zerstörtes Villager-Haus herein. Da ist alles soweit okay. Also nichts krass oder so. Aber da sehen wir einfach mal, kommt ein Eisengolem angelaufen mit einem Villager in der Hand. Da kann man echt nur sagen, RIP. Da kann man nur sagen, RIP. Okay. So, da vorne haben wir auf jeden Fall nochmal Alex am Start. Alex ist ganz normal im Haus. Alles soweit easy. Nichts Gruseliges soweit, alles normal. Er gönnt sich jetzt hier ein Stück Fleisch. Jede Menge Zombies in der Mine, aber das kann auch sein. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, sagen wir mal, ne? So, er hat jetzt hier so eine Kartoffel am Start. Nee, warte mal, das ist Weizen, genau, Weizen. Er macht sich hier so ein Brot, packt jetzt Rotten Flesh drumherum und er bekommt ein normales Brot? Hä? Okay, es sieht auf jeden Fall aus wie ein ganz normales Minecraft-Brot, was man so essen kann und was auch eigentlich keine schlechten Effekte geben kann. Also es ist kein verrottetes Brot oder sowas, sondern ein ganz normales Brot. Und wir sehen jetzt hier, droppt das Brot einfach mal Alex. Okay. Und jetzt, was passiert da? Oh nein, was wird passieren? Ey, Alex ist das, oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist denn mit Alex passiert? Alex sieht einfach mal super gruselig aus. Okay, aber er hat anscheinend Alex abhängen können. Das ging ja echt schnell. Da links war doch ein Schatten, oder? Da ist so... Nee, oder? Oh mein Gott, also Alex konnte er anscheinend sehr schnell abhängen. Das geht aus dem Haus heraus. Platziert ein paar Samen und... Oh Gott, ich habe kein gutes Gefühl, Freunde. Macht er sich jetzt nochmal so ein komisches Brot oder was? Ich weiß es nicht, aber das Brot war echt ekelhaft, muss man wirklich sagen. Okay, da links war ja gerade auch drin. Und da wird bestimmt Alex sein. Ich wusste es. Ich wusste es. Und Alex greift ihn einfach mal an. Alex will Rache. Hier ist der Kollege einfach mal wieder in so einem komischen Villager-Dorf am Start, wo einige Villager auf dem Boden liegen. Sehr gruselig auf jeden Fall. Und... ich weiß nicht, was wird hier passieren. Wir haben schon alles gesehen. Wir haben hier gerade in diesem Video schon die gruseligsten Sachen gesehen, aber es wird ja noch verrückter. Ein Siren Head mit Ampel auf dem Kopf wird auch noch kommen. Ich weiß halt nur nicht, warum sind die Villager jetzt hier einfach auf dem Boden? Da muss ja irgendwas passiert sein. Oh, da haben wir Knochen am Start. Irgendwelche kleinen Zeichen, die wir hier am Start haben. Okay, aber was ist das hier? Da ist einfach mal... Oh Gott, Steve sieht aber gar nicht gut aus. Was ist das denn für ein verrückter Villager? Oh mein Gott, da sollte man wirklich rennen. Renn um dein Leben, Kollege. Renn um dein Leben. Eieieiei. Okay, was soll das jetzt hier werden? Einfach ein Dispenser aufgestellt, ein Schalter daneben, ein bisschen Redstone. Und Steve ist auch am Start, okay. Aber was soll das hier werden? Okay, er drückt den Schalter. Er saugt Steve ein, was? Das kannst du mir doch nicht ernsthaft vertickern. Das ist doch hier Verarsche, oder? Und Steve ist jetzt einfach im Dispenser gefangen? Was? Also das kommt mir ja super spanisch vor. Okay, wir sehen hier, Steve wurde jetzt ausgespuckt vom Dispenser. Ey, ich fass es nicht. Ich fass es echt nicht. Was passiert hier gerade schon wieder? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Skin? Also sehr verrückter Skin auf jeden Fall. Okay, der hat einfach mal Steve in der Hand. Warum nicht?
Warum nicht, ne? Okay, Leute, es wird gruselig. Wir sollen hier angeblich etwas sehen, was wir noch nie so in Minecraft gesehen haben. Aber ich bin gespannt. Oh mein Gott! Da haben wir einfach mal Ampel Siren Head am Start. Was ist das denn? Eine super große Gestalt, die einfach mal eine Ampel auf dem Kopf hat. Ekelhaft. Ekelhaft. Boah, ist das gruselig. Und das sind so verschiedene Farben. Auf der einen Seite gelb, auf der anderen Seite rot. Junge, was ist das denn? Habt ihr schon mal sowas in Minecraft gesehen, Freunde? Ich auf jeden Fall nicht. WTF. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass die Ampel den Spieler gleich sieht. Weil ich frage mich, oh, da ist auch eine grüne. Eine grüne Ampel ist auch am Start. Und sie macht Geräusche. Sie hat ihn gesehen. Sie macht Geräusche. Oh mein Gott. Was passiert jetzt mit ihm? Was? Okay, hier ist einfach mal ein Wi-Fi-Symbol. Okay, warum ist denn so ein Wi-Fi-Symbol? Das ist gerade noch rot. Was ist denn los mit denen? Also, wir werden es gleich erfahren, Freunde. Aber das ist ja schon sehr, sehr komisch. Und da haben wir Siren Head, aber ganz normal. Der sieht ja gar nicht so schrecklich aus. Ich meine, wenn man... Okay, das ist Siren Head. Genau, das ist Siren Head und er tötet anscheinend Siren Head. Aktuell haben wir einen Wi-Fi-Balken. Was auch immer das genau heißen soll. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Okay, da haben wir eine Enderperle gedroppt bekommen. Okay. Oh, er stirbt. Was war das denn? Der war ein bisschen lost. Okay, jetzt haben wir hier drei Wi-Fi-Zeichen. Und die Musik wird automatisch gruseliger. Werden wir jetzt hier irgendwas Komisches sehen? Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Es bleibt spannend. Die Musik wird immer intensiver. Und da haben wir jetzt Siren Head aber schon ein bisschen realistischer. Okay, dieser Siren Head sieht dagegen schon krasser aus. Nicht so komisch pixelig wie gerade. Also sehr, sehr verrückt. Okay. Er baut sich nach oben. Was wird das jetzt hier? Greift der Siren Head ihn auch an oder was ist da los? Okay, also er sieht auf jeden Fall deutlich gruseliger aus. Und er kommt rein. Er kommt rein. Er jagt ihn richtig. Er wollte die Blöcke abbauen. Wäre wahrscheinlich nicht in das Gebäude reingekommen. Oh mein Gott, kann er sich denn retten? Was wird das hier, Freunde? Und warum? Oh, und jetzt vier Wi-Fi-Zeichen. Was? Was? Okay, vier Wi-Fi-Zeichen. Was haben diese... Vier Wi-Fi-Zeichen. Warte mal. Oh mein Gott, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Was ist das denn für ein XXL Siren Head, der ihn anläuft? Der will ihn auf jeden Fall haben. Der Siren Head will ihn auf jeden Fall haben. Koste es, was es wolle. Oh mein Gott, der sieht der gruselig aus. Oh mein Gott, sieht der gruselig aus. Wir sehen hier einfach mal Siren Head macht so eine... Er regt sich auf. Wir hören diese Rhänengeräusche richtig. Und da kommt er um die Ecke. Da kommt er um die Ecke, greift ihn an. Oh mein Gott. Was ist da denn passiert? Also das war ja schon wirklich sehr, sehr komisch. Aber anscheinend soll es nochmal eine Schippe krasser werden. Das ist ein Villager-Dorf hier anscheinend, ne? Lol. Warum wackelt hier alles? Schon wieder? Was ist das denn? Ist das nicht dieser Choo-Choo-Charles? Das sieht ja mal richtig ekelhaft aus. Oh mein Gott, es wird ja immer schlimmer hier. Er kommt angesprungen. Aber er greift ihn an. Oh Gott, das war's mit ihm. Das war's mit dem Kollegen. Der wird keine Chance haben. Denn wir sehen schon, es geht hier auf jeden Fall los in der Welt. Und es wird heute alle möglichen Monster geben. Gruselige Monster, normale Monster. Die krassesten Monster, die ihr jemals gesehen habt. Deswegen, ich bin gespannt. Bleibt, wie gesagt, bis zum Ende des Videos dran. Und wir sehen schon, wir haben einen Knochenapfel bekommen, Freunde. Denn wir sehen hier, dieses Video soll nämlich die gruseligste Zusammenfassung sein von den ganzen Gruselmonstern. So. Okay, also wir sehen jetzt hier einen Knochenapfel. Und dieser Knochenapfel... Was macht er denn jetzt damit, mit diesem Knochenapfel? Okay, er klopft an die Tür. Und er gibt Steve diesen Knochenapfel. Okay, Steve freut sich noch. Noch freut sich Steve, Freunde. Aber nicht mehr lange. Denn dieser Knochenapfel, der verwandelt ihn einfach mal zum Giganten. Okay, das ist ein bisschen... Also das ist ja an sich noch nichts Schlimmes. Ich meine, so ein bisschen größer sein spricht ja erstmal nichts gegen, ne? Aber bleibt der auch so normal? Oder sieht der gleich ganz komisch aus? Oh mein Gott, Freunde. Bei diesem Anblick muss man auf jeden Fall wegrennen. Oh mein Gott. Was ein Psycho! Der sieht ja geisteskrank aus. Und der Spieler flüchtet einfach mal in eine Höhle. Ich glaube, das ist echt das Beste, was er machen konnte. Oh, oder kommt er noch um die Ecke?
Er rennt auf jeden Fall in... Das war echt unerwartet. Was war das denn? Einfach so ein Steve, der so bam, 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 bam. So ein bisschen updanced. Läuft bei dem. Okay, da haben wir wieder ein Portal am Start. Oh je, Leute, was ist das denn für ein Portal? Wieder so ein paar Blut-Redstone-Flecken am Start. Okay. Aber wohin führt dieses Portal? Oh, Freunde. Ich ahne nichts Gutes. Ein Villager ist auch schon davor. Alex ist auch schon davor. Eieieiei. Oh, den kennen wir doch, die Kollegen. Ein rot, gelbes, grünes Portal. Oh Gott. Freunde, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt bis jetzt schon alle einen Daumen nach oben da gelassen. Sonst schicke ich das nächste Monster zu euch nach Hause. Und wir sehen, es ist einfach mal. Es ist einfach mal. Wer ist es hier schon, die Sirenen? Es ist Lantern. Nee, Ampelhead. Ampelhead ist es. Ampel, einfach eine Ampel auf dem Kopf. Oh mein Gott. Junge, was macht der für Geräusche? Der ist ja krank. Was ein Psycho. Oh mein Gott, was sind das für Geräusche? Ah, Leute, das ist so krank. Diese Geräusche, ey, sie kommen immer näher. Renn um dein Leben, Kollege. Renn, renn, renn. Eieieiei. Ach, was ein schöner Tag in Minecraft. Wir sehen, der Spieler läuft ja einfach mal in sein Haus rein. Hat komischerweise keine Fenster im Haus. Ganz, ganz komisch. Aber er entscheidet sich dafür, etwas Fleisch in den Ofen zu packen. Okay, okay, okay. Oh, wie süß. Mini-Golem. Na, was geht, Mini-Golem? Ey, warum haut ihr den Golem? Junge. Okay, das war nicht nett, aber gut. Dann trotzdem mal guten Appetit, würde ich sagen. Jetzt klopft da jemand nochmal. Oh Gott. Oh Gott, der kleine Mini-Golem hat auf jeden Fall seine Armee geholt. Ja, und deswegen hätte es nett sein sollen. Eieieiei. Okay, eine ganz normale Minecraft-Welt wird erstellt. Wir sehen, er gibt ein Siren Head 666. Okay, dreimal die 6 und Siren Head, okay. Was wird da rauskommen, Freunde? Ich bin ja jetzt mal schon gespannt drauf. Und wir sehen, er landet einfach mal in einem Villager-Dorf. Okay. Soweit ist noch alles normal. Noch soweit ist noch alles komplett normal, Freunde. Man ahnt auf jeden Fall nichts Schlimmes. Aber wird es wirklich so weitergehen? Ich weiß es nicht. Wir sehen da hinten, okay, ein Mond. Es wird also schon dunkel. Obwohl er gerade erst in die Welt reingekommen ist. Und da hinten sehen wir schon wieder Siren Head. Oh mein Gott, Siren Head verfolgt uns ja förmlich in diesem Video. Und wir hören schon wieder diese komischen Sirenen-Sounds. Alter. Oh mein Gott, Freunde. Aber ich hoffe einfach mal, dass Siren Head den Spieler nicht sieht. Aber es sieht schlecht aus. Er geht nämlich genau in diese Richtung, also Siren Head. Oh Gott, und wie sieht der denn aus? Und er haut aus der Welt ab. Er schließt das Spiel einfach mal. Was? Er schließt das Spiel und landet in einer anderen Minecraft-Welt. Was macht er da? Was ist sein Plan, Freunde? Okay. Ganz, ganz gruselig sieht es aber auch einfach mal aus. Oh Gott, es ist auch schon so dunkel. Und wer ist denn das? Ist das schon wieder Siren Head oder was? Der sieht genauso aus wie Siren Head. Alter, hau ab. Nein, Siren Head verfolgt ihn weiter. Oh mein Gott, er muss jetzt schnell sein. Oh mein Gott, wie sieht denn Siren Head aus? Siren Head ist super realistisch. Oh mein Gott. Oh, das war's mit dem. Das war's mit ihm. Die Szene, die meine ich jetzt, kannst du auch nochmal im Pre-Intro betonen, ne? Mit dem Haus hier, was gleich kommt. Nicht dem Zug, sondern dem Haus. Okay, was macht der jetzt hier? Der geht auch wieder zum Crafting Table, macht sich insgesamt 9 Bone Meal. Hä, schon wieder so ein Apfel? Was? Okay, also dieser Knochenapfel scheint wohl ein sehr komischer Apfel zu sein. Aber was macht er denn mit dem Apfel? Er geht jetzt hier einmal runter, schmeißt den Apfel einfach mal einer Spinne. Okay. Also der Knochenapfel scheint wohl hier das ein oder andere Wunder zu bewirken. Da bin ich mal gespannt. Oh Gott, und ganz komische Sounds. Was ist denn das denn? Hä? Okay, die Spinne ist anscheinend geflüchtet. Aber wohin? Wohin ist sie geflüchtet? Oh mein Gott! Was ist mit ihr passiert, Freunde? Oh mein Gott. Diese Spinne wurde einfach mal zu einer Haus...
zu einem Haus, Hausspinne, kann man das so nennen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Haus einfach mit so Spinnenbeinen. Alter Schwede, das sieht mal so krank aus. Es sieht so krank aus, Freunde. Oh mein Gott, und er flüchtet vor einem Haus in Minecraft. WTF. Oh mein Gott, und das ist wahrscheinlich die Höhle von dieser Spinne, oder was? Alter, ist ja komplett krank. Komplett krank, und oh mein Gott, da ist so dieser Choo-Choo-Charles. Was macht der denn da? Choo-Choo-Charles ist ebenfalls, oh mein Gott, unsere kleine Spinne. Oh mein Gott. Er ist in der Sackgasse. Jetzt erstellt er hier schon wieder eine neue Minecraft-Welt und wir sehen einfach mal, er schreibt herein Scary, also gruselig 666, Scary 666. Diesen Seed benutzt er einfach mal und er erstellt eine neue Minecraft-Welt. Slate Welt wurde erstellt. Er landet hier in einem Villager-Dorf, was echt verrückt aussieht. Was? Hä, was sind das denn für Türme? Okay, das sind keine normalen Villager-Türme, das sind gigantische Villager-Häuser. Schon sehr außergewöhnlich auf jeden Fall. Und sogar Blut sehen wir auf dem Boden. Eieieiei. Aber es ist keiner ist weit und breit. Also es ist ganz komisch. LOL! Was ist das denn für ein Villager? Der Villager sieht ja mal ganz komisch aus. Oh mein Gott. Also mit dem ist irgendwas schiefgelaufen, Freunde. Oh Gott, in deinem Haus sehe ich auch... War da nicht im Haus auch schon irgendwas? Oder habe ich nicht verschaut? Ich weiß es nicht, Freunde. Okay, da ist Papier drin. Da steht Rest in Peace, RIP. Steht auf dem Papier drauf und es wird sogar dunkel. Es fängt an zu donnern. Und da oben ist einfach mal ein super großer Villager. Was? Alter, wie gruselig ist das denn? Ey, das ist krass, Freunde. Das ist richtig krass. Da bekommt man ja automatisch Angst. Und da kommt er sogar. Und da kommt noch mehr Gruselige. Das war ein gigantischer Steve. Ein gigantischer Villager. Oh mein Gott, oh mein Gott. Zwei Giganten. Der hat sogar zwei Köpfe, dieser Steve. Ey, das ist ja verrückt. Leute, oh mein Gott, da kommt noch ein Steve. Da kommt noch so ein Giga-Steve, Alex dazu. So ein gigantischer Alex, der zwei Köpfe hat, kommt noch mal dazu. Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Drei gruselige Monster an einer Stelle und da ist wieder Blut. Oder? Nee, es war eine Blume, okay. Ich dachte, es wäre Blut gewesen, Freunde. Alter. Was ein gruseliges Dorf, Freunde. Okay, wieder in Villager-Dorf zurück. Nach dieser komischen Nacht. Und was haben wir jetzt hier? Wir haben im Eisen... Okay, da haben wir einfach mal ein Mini-Siren-Head. Lol, okay. Der ist ja süß. Ein ganz, ganz süßer. Ich meine, schaut euch den mal an. Ui, der sieht aber interessant aus, ne? Oh, aber er schüttelt Lava darüber. Nein, warum machst du das? Und er brennt. Okay, Siren Head ist auf jeden Fall weg vom Fenster, um es einfach mal so zu sagen. Ja, das war vielleicht nicht die allerbeste Idee. Okay, also Mini Siren Head haben wir jetzt offiziell beseitigt. Aber er kommt wieder und oh mein Gott, was ist das denn? Da ist rechts einmal ein Villager, der aufgehängt wurde. Zumindest hängt er an so einem Seil. Aber der Kopf ist ab. Oh mein Gott. Freunde, was geht dort ab? Was geht dort ab? Es sieht jetzt schon sehr gruselig aus. Sehr, sehr gruselig auf jeden Fall. Oh Gott, also ich ahne nichts Gutes. Ich ahne nichts Gutes. Da haben wir den Villager, der wurde einfach auf einem Amboss aufgehauen. Oh mein Gott, Alter. Und da haben wir Siren Head, Freunde. Siren Head ist jetzt in der gigantischen Variante. Oh mein Gott, wie viele Siren Heads sind denn in der gigantischen Art und Weise zurückgekehrt? Alter, das war's mit dem. Der wird nie im Leben da aus dieser Situation kommen. Wie denn auch? Der wird von allen Seiten umzingelt. Alter Schwede, der Arme. Der Arme. Der hätte sich nicht mit diesem Mini-Siren Head anlegen sollen. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Das war der größte Fehler von ihm. Eieieiei. Was hat er sich dabei gedacht? Da ist ein Siren Head. Zwei, drei, vier. Vier oder fünf Siren Heads. Alter, und die Sirenen läuten einfach mal auf. Oh mein Gott, meine Ohren. Meine Ohren. Er ist sogar so verzweifelt, er gräbt sich mit einer Axt in den Dreck rein. Oh mein Gott. Okay, irgendwo zurück im Wald, Freunde. Ist der Spieler und er hat 9 Melonen am Start im Inventar. Okay. Aber was soll das hier werden? Was soll das hier werden? Ich habe ehrlich gesagt selbst keine Ahnung. Aber Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst jetzt mal schnell den Daumen nach oben da.
abonniert den Kanal nicht vergessen, sonst habt ihr einen schlechte Ferien, habe ich gehört. So, okay, er geht auf jeden Fall in so eine komische Mine rein. Das sieht ja gruselig aus. Hier sind so Spinnnetze. Ein paar Rails sehe ich auf dem Boden. Oben auch nochmal Zäune. Ja, aber sehr viel Spinnennetz. Was ist denn da passiert? Da wurde Steve einfach mal in zwei Teile zerschnitten. Oh mein Gott. Und er hat sogar noch eine Spitzhacke in der Hand. Was ist denn da passiert, Freunde? Was ist denn da passiert? Und da sind sogar noch zwei Minecarts in der Kiste. Ich will gar nicht wissen, wohin das führt. Aber wir werden es gleich erfahren. Wohin zur Hölle führt das denn, bitteschön? Es kann nichts Gutes bei rumkommen. Oh Gott, und da ist die Schiene auch schon unterbrochen. Oh Gott, er schaut sich ganz, ganz skeptisch um. Also irgendwas ahnt er, glaube ich, dort. Er ist ja nicht verrückt. Da ist ein Garten of Ben Ben Monster. Das hieß doch so, oder? Hau ab. Oh mein Gott. Oh, hau ab, Alter. Oh, jetzt aber schnell. Nein. Da ist sofort das nächste Garten of Ben Ben Monster. Alter, hier ist einfach nochmal dieses kranke Hausmonster. Schaut euch das mal an. Aber jetzt ist es einfach mal gigantisch. Es ist ultra, ultra groß. Und er versucht es einfach mal abzuschießen. Ey, ist der jetzt verrückt geworden? Er versucht dieses ultra eklige, gigantische Hausmonster abzuschießen. Hat er einen Knall? Alter. Freunde, oh Gott, er rennt. Er sollte rennen um sein Leben. Aber jetzt aber wirklich zügig. Oh mein Gott, er wird verfolgt. Er wird verfolgt. Er hat die volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Genau wie er es wollte. Oh nein, aber wird er es aushalten? Freunde, ich weiß nicht, ob der das überleben wird. Ich meine, schaut euch einfach mal an, wie groß dieses Monster ist. Oh mein Gott. Der kann von Glück reden, wenn er überlebt. Wirklich. Er kann echt von Glück reden, weil das sieht ganz und gar nicht gut aus. Alter Schwede, alter Schwede. Oh, er ist weg. Jetzt ging er echt schnell und er versucht sich in der Mine zu retten. Okay, das sieht schon super gruselig aus. Durch den Nebel, wo ist das denn? Alter. Ein super komischer, gigantischer Hero, Brian. Alter. Stellt euch mal vor, der ist einfach mal in eurer Welt. Und ich schicke den zu euch nach Hause, wenn ihr dieses Video nicht liked. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Also liken nicht vergessen. Sonst habt ihr bald den an eurer Backe. Das garantiere ich euch. Aber der baut sich sogar hoch. Was ist das denn für ein Psycho? Der baut sich einfach mal hoch. Oh mein Gott, er baut sich jetzt hier rüber. Ey, Freunde, mit dem ist nicht zu spaßen. Mit dem ist wirklich nicht zu spaßen. Da muss man wirklich um sein Leben rennen. Renn, Kollege, renn. Okay, er rennt um sein Leben. Er rennt um sein Leben. Besser ist das. Oh Gott, aber kann er auch flüchten? Kann er auch flüchten oder wird er getroffen? Oh, Leute. Ich glaube, er ist in der Sackgasse. Oh, er ist aber runtergesprungen. Er musste runterspringen, besser gesagt. Aber der komische Hero Brian Steve kam hinterher. Oh, und es ist schon wieder Mitternacht, Freunde. Wenn es Mitternacht ist, dann wissen wir immer, okay, kein gutes Zeichen. Und schaut euch mal dieses gigantische Loch dort an. Da muss sich doch irgendwas aufhalten. Irgendwas, das ist kein normales Minecraft-Loch, Freunde. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Oh nein, ich habe da schon was gesehen. Ich habe da schon irgendwas gesehen. Und es ist einfach mal... Es ist einfach mal Choo-Choo-Charles! Puh. Okay, der sieht ja mal richtig krank aus. Der sieht auch noch mal krank aus, Freunde. Alter. Ich glaub das nicht. Renn um dein Leben! Der muss wirklich um sein Leben rennen. Was macht er denn? Er macht ein paar Minecarts dorthin. Aber was macht er denn da? Renn doch lieber weg von ihm. Hä? Lol, und er schiebt einfach mal 1000 Minecarts in die Richtung. Aber was ist denn sein Ziel? Was ist denn sein Ziel? Er lacht wie ein Psycho? Warum lacht er denn wie ein Psycho, Mann? Okay, ein paar Sekunden später. Er steht auf oder kommt aus einer Mine heraus. Es ist anscheinend Tag. Und wir sehen, ja, da wird irgendwas passieren. Oh Gott. Oh Gott.
Sein Haus wurde komplett gegrieft, Freunde. Oh nein. Und hinter ihm ist Choo-Choo-Charles. Leute, rennen. Okay, Leute, und wir sind schon mitten im Geschehen drin. Ich bin wirklich gespannt, was so hier auf uns zukommen wird. Es wird auf jeden Fall gruselig, aber auch sehr verrückte Szenen werden wir sehen. Nicht betreten, gefährlich, steht auf dem Schild drauf, Freunde. Aber was hat das auf sich? Hä? Das ist ein Mini-Creeper. Und der soll gefährlich sein. Da kann ich nur drüber lachen. Was ist das denn, Freunde? Das kann er doch nicht ernst meinen hier, oder? Schaut euch das doch mal an. Okay. So, was haben wir jetzt hier weiter? Also es werden nicht nur gruselige Sachen folgen, sondern auch sehr komische Sachen. Und ich habe das Gefühl, dass das hier irgendwas Komisches wird. Okay. Eine Schalkerbox vor einen Sticky-Pisten, also einen klebrigen Pisten, einen normalen Kolben. Und wir sehen, das eine wird vorbeigeschoben, okay, und das andere... Hä? Was ist das denn? Und die Sachen sollen angeblich wirklich funktionieren. Das heißt, ihr könnt das zu Hause gerne mal ausprobieren. Und wenn es funktioniert, müsst ihr ein Like da lassen. Aber es wird funktionieren, Freunde. Okay, wir sehen hier, wenn man einen klebrigen Kolben benutzt, werden einfach diese... Ja, wird einfach durchgepusht. Okay, das ist sehr verrückt, Freunde. Das ist sehr verrückt. Aber cool. Und weiter geht's hier mit diesen Hühnchen, okay. Was sollen denn so Hühnchen hier auf sich haben? Also, das kommt jetzt unerwartet. Er packt jetzt hier Wasser herein, okay. Kann jetzt noch nicht so ganz einschätzen, was es sein soll, um ehrlich zu sein. Aber wir haben hier Wasser. Einen halben Stein, okay. Hä? Okay, das ist noch normal. Ja, genau. Hä? Was wird das denn jetzt? Das ging so schnell. So, wir sehen, das Sand springt immer wieder hoch und runter. Jetzt hat er hier so einen halben Cobblestone. Was? Der hat es geschafft, den zu kombinieren? Halb Sand, halb Stein. Okay. Also das ist wirklich komisch. Aber okay, das war es ja noch nicht für heute, Freunde. Deswegen gucken wir mal weiter, was wir hier noch so auf der Liste haben von lustigen, komischen Sachen. Okay, was? Hey, das sind gebratene... Was ist denn das? Rührei? Einfach mal Rührei hier. Okay, wie macht man das denn? Also jetzt wird es hier gezeigt, wie wir Rührei machen können in Minecraft ohne Mods. Wir brauchen Yellow Concrete, ein Item Frame. Okay. Und wir brauchen eine Schneeebene. Lol, das sieht ja mal richtig cool aus. Also Leute, wie gesagt, ihr könnt es einfach mal zu Hause ausprobieren. So, was hat der Kollege jetzt hier vor? Er hat eine Enderperle und er hat eine Eisenaxt. Okay, gut, gucken wir mal weiter. Was macht er denn so Schönes? Er nimmt diese Enderperle. Nee, er nimmt... Okay, er nimmt einfach mal diese Eisenaxt und wirft jetzt hier... Er wirft mit der Enderperle da durch oder was? Was will er jetzt genau tun? Hey, warte mal, er ist eingebrochen in das Haus. Nur mit Hilfe von der Enderperle. Und er kann jetzt einfach so die Diamanten klauen. Ja, das ist ja viel zu einfach. Nur indem er sich an die Ecke hockt. Okay, das scheint hier definitiv die Bedrock-Edition zu sein. Das heißt, wenn ihr die Bedrock-Edition habt... Oder Pocket Edition oder Xbox oder PlayStation, Switch auch, dann probiert es gerne aus. Oh nein, jetzt wird's hier gruselig. Was haben wir denn hier vorne? Okay, das sieht ja mal richtig komisch aus. Was macht er denn da? So ein großköpfiger Steve, der aber sehr böse aussieht. Der wirft irgendwelche Flaschen auf die Villager. Und wir sehen, da tut sich was. Irgendwelche Rauchpartikel, die aufsteigen. Okay, ein paar Minuten später. Was kommt da raus? Ich kann es irgendwie gerade so gar nicht einschätzen, muss ich euch ja sagen. Wir gucken nach. Oh, oh. Wir sehen, die Villager hauen auf jeden Fall ab aus dem Dorf. Das kann nichts Gutes bedeuten. Da bin ich mir sicher. Aber was heißt denn das genau, dass die Villager hier abhauen? Okay, wir sehen, Villager-Zombies, okay. Aber das ist ja noch nichts Krasses, weil das taucht auch mal so auf in Minecraft-Villager-Dörfern. Aber was ist denn jetzt hier so komisch da dran? Ich meine, die Villager werden nicht ohne Grund abgehauen sein. Und der versucht jetzt hier irgendwie die Monster zu töten. Ich verstehe auch nicht, was der, warum der hier so lange braucht. Mach doch hin, Mann. Den paar Melonen nimmt er. Er sieht, oh, Blutspuren. Ist ja schon mal kein gutes Zeichen. Muss ich ja mal dazu sagen. Okay, wir sehen einen Villager hier auf dem Boden liegen. Oh nein. Und das hier sind auch wahrscheinlich tote Villager, die Blut weinen. Nein, Freunde, das sieht auf jeden Fall sehr heftig aus. Oh Gott, hier wieder zwei Blutspuren. Und wir sehen hier, uiuiui. Die Villager werden jetzt alle begraben. Sie waren doch noch so jung. Okay, ne, Freunde. Was ist das denn für ein Villager? Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet. Nein, 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 nein. Das war keine gute Idee. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier Steve nochmal. Okay, bin ich gespannt. Also, gruselig wurde es ja schon, aber es soll wohl noch gruseliger werden. So, jetzt haben wir hier Schafe. Okay, anscheinend
Hat er nicht so Lust auf Schafe hier, sonst wird er die nicht töten, aber das muss ja irgendwas auf sich haben. Jetzt hat er hier Holz, hier ein Crafting Table. So ganz verstehen tue ich es noch nicht, muss ich es euch sagen. Okay, ein Bett wird das, okay. Er macht sich ein Bett. Noch nichts Besonderes, okay, wir sehen da. Hey, warte mal, warum wird denn sein Bett zerstört? Das passiert doch normalerweise nur im Nether. Hä? Ja, das Schaf guckt wirklich auch genauso komisch wie der. Sehr verrückt, Freunde. Sehr, sehr verrückt. So, was jetzt steht jetzt auf der Liste? Wir sehen ein bisschen Weizen abbauen. Und jetzt hat er sich 3 Weizen geschnappt für ein Brot, exakt. Okay. Ah, gut. Wenn er nicht mehr braucht, er macht sich... Hä, was macht er sich denn aus verrottetem Fleisch und Brot? Hä? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so. Er hat sich ein verrottetes Brot gecraftet. Ist es jetzt... Oder ist es ein normales Brot? Er beobachtet Steve und er will ihm... Ich denke, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt versucht, irgendwie das Fleisch da unter zu jubeln. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Und er geht dorthin, genauso wie vermutet. Okay, Kiste rein, Diamanten einmal angeordnet und Brot in die Mitte. Boah, ich weiß nicht, ob das am Ende nicht ein Nachspiel haben wird. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Okay, was sehen wir jetzt hier? Oh, Blitze schlagen ein. Also irgendwas tut sich drüben. Ich hab's doch gewusst. Das ist auf jeden Fall alles aber nicht normal. Das wurde aus diesem verrotteten Brot. Oh, der sieht echt eklig aus. Okay, was haben wir jetzt hier? Eine Maschine wird das oder was? Oder? Wir sehen jetzt hier einen Dispenser. Okay. Gut, jetzt hat er hier einen Schalter. Und er packt dort einen Zombie-Kopf rein in den Dispenser. Okay. Oh mein Gott, wie lustig sieht das denn aus? Er hat einfach mal so einen XXL-Schädel bekommen. Okay, das ist schon sehr lustig, weil er einfach einen Zombie-Kopf auf einen Mini-Zombie getan hat. Und dieser Kopf wirkt einfach sowas von viel zu groß. Ey Leute, das sieht schon sehr lustig aus. Okay, gucken wir mal weiter. Wir sehen jetzt hier einmal ein Kreuz. Okay. Was ist denn das für eine Gestalt? Hä? Okay, der hat so einen verknickten Kopf irgendwie. Das sieht aber voll gruselig aus. Das war so ein Alex, aber so richtig komisch. Irgendwie so voll ekelhaft irgendwie. Aber okay, wir gucken mal. Vielleicht ist er ja nett. Wir wissen es nicht, Freunde. Jetzt sehen wir, Steve macht hier einen kleinen Weg. Ja, okay. Und der Spieler jetzt hier anscheinend baut das Haus zu Ende. Also ist ja auf den ersten Blick eine faire Aufgabenteilung, ne? Muss man auch sagen. Hat auch einen schicken Skin am Start. Okay, und was geht jetzt hier ab? Ein Blitz war dort. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ein Blitz ist eingeschlagen. Und nein, das war's mit Steve. Wir sehen, der hat sich getrennt. Oh lol, wir sehen nur das Skelett von ihm. Oh Gott, Freunde. Und man hört auch irgendwelche komischen Grusel-Sounds. Was das genau ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Und er folgt den Spuren. Und diese Spuren führen ihn anscheinend in Richtung Wald. Oh ja, das scheint wie im Wald zu sein. Boah, ich weiß ja nicht, ob ich da entlang gehen würde. Nach so einer heftigen Aktion. Wenn ihr da hingehen würdet, lasst ein Like da, Freunde. Oh, wir sehen, da steht, du bist der Nächste auf dem Schild. Und da ist er einfach mal. Oh nein. Und das war er wohl. Wirklich. Okay, hier werden 2 Cobblestone kleine Türme nebeneinander gebaut. Er schreibt jetzt hier Like drauf. Okay. Aktuell habe ich noch keine Vermutung. Er verändert die Sprache auf Force Unicode. Okay, auf irgendwas wechselt er gerade. Sehen wir hier auch nochmal Like. Okay. Like. Yosacraft ist der Kanalbetreiber übrigens. Also wo wir uns das Video hier anschauen. Was soll das jetzt hier sein? Also sieht ja alles ganz normal aus. Jetzt. Der Text ragt einfach mal übers Schild hinaus. Okay, das ist auf jeden Fall nicht mehr normal. Vergesst, was ich gesagt habe, aber das ist nicht normal. 2 Kisten hat er hier am Start. Was soll da drin sein? Ist das eine gute Kiste, eine schlechte Kiste? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen hier weinendes Obsidian und einen Magma-Block. Okay. Was die Mission jetzt von diesen 2 Blöcken sein soll, das kann ich gerade noch nicht so ganz ahnen. Dann haben wir hier Diamant, okay. Und Skalk. Okay. Sieht auf jeden Fall aus wie ein neuer Block. Ach, lol. Die sehen alle gleich aus. Schaut euch mal die Texturen an. Überall ist dieses Muster zu erkennen. Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen gerade. Also, wenn es euch aufgefallen ist, dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall ein Like da lassen, weil das ist natürlich sehr heftig. Achtet hier mal auf das Muster von den 3 Blöcken. Es ist überall das Gleiche. Und jetzt versucht er das wahrscheinlich nochmal zu zeigen mit der richtigen Lichtquelle oder was? Oder? Ja, also sehr, sehr erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Okay, es wird anscheinend noch verrückter. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es noch verrückter werden soll, Freunde. Okay.
Okay, ein zerstörtes Villager-Dorf ist nie ein gutes Zeichen. Aber wir lassen uns mal drauf ein. Okay, schon wieder der erste Villager, der in zwei Teile getrennt wurde. Das sieht ganz und gar nicht gut aus, Freunde. Uiuiuiui. Ja, wir sehen hier auch das ein oder andere Lavastückchen, was fließt. Hier sehen wir auch einen Villager, wo der Kopf einfach mal fehlt. Ja, wir sehen ein sehr außergewöhnliches Villager-Dorf. Rechts sehe ich auch ein Portal. Oh, hier haben wir auch das Haus offen. Und wir sehen, Cameraman liegt hier einfach mal. Was macht denn Cameraman auf dem Boden? Und er ist auch wohl nicht mehr am Leben. Ja, das Portal wundert mich gerade auch. Vor allem, wo soll das denn hinführen? Okay, er geht rein. Welt wird geladen, okay. Oh nein, er ist in so einer komischen Horrormonsterkammer gelandet. Oh mein Gott, Freunde. Wenn ihr nicht in dieser Kammer landen wollt, lasst jetzt nochmal ein Like da und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.